Vielseitig, engagiert und umweltbewusst, so präsentiert sich der Hochschulsport der Technischen Universität Berlin. Im Rahmen des Sport- und Nachhaltigkeitstages kommen zahlreiche Teilnehmende rund um das TU Bootshaus am Stößensee zusammen, um aktiv ein Zeichen gegen die Müllproblematik zu setzen. Dieser Tag ist für mich besonders wichtig, weil wir einen Beitrag dazu leisten, unser Gewässer und unser Revier hier sauber zu halten. Der Tag beginnt mit spannenden Workshops, die die Teilnehmenden auf eine aufregende Reise in die Welt des Upcyclings und der Müllvermeidung mitnehmen. Unter der Leitung von Dr. Josephine Barbe gestalten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer kreative Federtaschen und Bauchtaschen aus ausrangierten Segeln. Zeitgleich widmet sich die Zukunftswerkstatt innovativen Ansätzen zur Müllproblematik rund um das Bootshaus. Expertinnen und Experten bringen ihre Ideen ein und entwickeln Konzepte, die die Umwelt schützen. Wir haben einfach auch eine Verantwortung als Technische Universität, unser Know-how, unsere Ideen hier einzubringen. Mit dieser Haltung wird ein inspirierender Raum geschaffen, in dem neue Ansätze und nachhaltige Lösungen entstehen können. Wir haben uns einmal über das Thema Sensibilisierung, Bildungsarbeit, Öffentlichkeitsarbeit unterhalten, haben da überlegt, welche Aktionstage gibt es denn schon, an denen man vielleicht anknüpfen könnte. Und genau hier beginnt auch das große Clean-up. Jeder ist voller Vorfreude und Tatendrang. Ich bin total begeistert. Also mich juckt es ein bisschen in den Finger, selber mich ins Boot zu setzen und mitzufahren. Das ist so schön praktisch. Alle gehen gemeinsam los und machen gemeinsam. Total schön. Ausgestattet mit Kanus, Mülltüten und Zangen machen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf die Mission, die Gewässer Klein-Venedigs zu befreien. Eifrig sammeln sie alles ein, was nicht in die Natur gehört, und die Funde sind oft erschreckend. Also das Größte war ein Autoreifen, den wir von unten hochgeholt haben. Wir haben noch einen Schuh gefunden, eine Thermoskanne und sehr viel einfach an Kleinkrams, was überall in den Büschen drin lag. Die alarmierenden Funde bestätigen die dringenden Herausforderungen, die zuvor besprochen wurden. Sie machen die erschreckende Realität der Umweltverschmutzung sichtbar und betonen die essentielle Notwendigkeit kooperativer Maßnahmen. Jetzt geht es darum, diese Ideen in die Tat umzusetzen, mit Akteuren an der TU Berlin und politischen Akteuren gemeinsam zu schauen, welche Projekte können wir langfristig umsetzen, damit das Gewässer hier sauber bleibt. Der Sport- und Nachhaltigkeitstag ist eine Initiative des TU-Sports, die dessen Engagement für eine nachhaltige Zukunft unterstreicht. Seien es regelmäßige Clean-ups, das Recycling von Sportmaterialien oder der Versuch, Sportevents besonders ressourcenschonend umzusetzen. Der TU-Sport hat das Ziel, langfristig ein nachhaltiger Sportanbieter zu sein. Sein Kerngeschäft bleibt sein vielseitiges, niedrigschwelliges Sportangebot. Über 1000 Kurse in mehr als 170 Sportarten pro Semester bieten jungen Erwachsenen vielfältige Möglichkeiten zur sportlichen Betätigung. Der Wert des Hochschulsports ganz generell, aber bei uns an der TU Berlin, ist einfach, dass junge Erwachsene, die hier ein Studium beginnen, nach Berlin kommen, einfach nochmal eine neue Sportart beginnen können, ganz niedrigschwellig. Hier wird quasi nicht nur die persönliche Entwicklung gefördert, sondern es entsteht auch ein starkes Gemeinschaftsgefühl, das der Umwelt immer zugutekommt. Das Projekt wird gefördert durch GRIP, der Plattform für Umwelt und Gemeinschaft, einer Initiative der Naturfreunde-Jugend und des Allgemeinen Deutschen Hochschulsportverbandes und umgesetzt vom TU-Sport, dem Hochschulsport der Technischen Universität Berlin.